Ja, hallo zu einem Video über CRM-System, Customer Relationship Management, für den, der es genau wissen will. Und zwar betreue ich seit kurzem eine Firma, die möchte sich jetzt ein CRM-System zulegen, mittelständische Firma. Und da habe ich so eine kleine Mindmap für die erste Diskussion zusammengestellt und ich habe gedacht, das ist bestimmt auch was für andere. Und habe gedacht, ich mache da ein kurzes Video dazu. Und bei diesem mittelständischen Unternehmen ist es jetzt so, die haben bereits ein Enterprise Resource Planning System, ERP abgekürzt, das sieht man hier oben, im Einsatz. Und das ist so quasi die Basis, auf der wir starten. Und jetzt ist erstmal die Überlegung, kauft man ein weiteres Modul zu diesem ERP-System, ein Customer Relationship Management Modul. Das wäre in diesem Fall möglich. Oder entscheidet man sich für ein neues Produkt? Eine dritte Variante, das wäre jetzt zum Beispiel bei der Firma, bei der ich hauptberuflich auch angestellt bin, wir haben ein eigenes ERP-System und da diverse Funktionalitäten von einem CRM abgebildet, also in dem ERP-System. Da geht schon los, also diese Trennung zwischen ERP, CRM und so weiter ist nicht so ganz sauber formuliert. Das soll jetzt aber auch nicht das Thema in diesem Video sein. Aber im Prinzip gibt es die drei Konstellationen. Ja, was baut man sich selber mit rein? Gibt es für das bestehende System eventuell ein Modul zum Zukaufen oder holt man ein neues Produkt? Und da ist immer so muss man erstmal abwiegen, ja, was bei den Anforderungsanalysen rauskommt, wo lohnt es sich, was zu investieren. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe hier eine Anforderungsanalyse. Wenn Sie interessiert, dieses Tool heißt Mind Manager. Ich habe hier eine kleine Mindmap gebaut. In der Softwareindustrie unterscheidet man in der Regel zwischen funktionale und nicht funktionale Anforderungen. Ich bin immer noch so ein Fan, der noch Constraints festhält. Ich mache das gerade mal auf, damit man sich ein bisschen was drunter vorstellen kann. Constraints sind quasi diese Rahmenbedingungen, auf die die Anforderungen auch zutreffen müssen. Ja, also Budget, Zeitplan, Internetleitung habe ich in diesem Fall geschrieben. Internetleitung gerade bei kleinen oder mittelständischen Firmen ist ja auch immer so ein begrenzender Faktor, je nachdem, was für eine Leitung man hat. Also so eine 2-Mbit-Leitung für ein ganzes Unternehmen, was ich durchaus schon angetroffen habe, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass kleine oder mittelständische Firmen auch abseits sind in kleineren Orten, ist natürlich durchaus ein Problem. Weil wenn meine Internetleitung zu langsam wäre für ein CRM-System, dann ist die Frage, kann ich mir überhaupt das extern betreiben, also in der Cloud, wozu man eben hier, ne, neues Produkt und dann habe ich hier auch die Unterscheidung läuft intern, läuft extern. Da geht es also schon los. Zeitplan, auch so ein ganz wichtiger Punkt. Da sage ich den meisten Kunden von mir, nehmt mal die Schätzung, die ihr habt. Wenn keine externen dabei sind, dann nehmt es mal zwei. Wenn noch externe Firmen mit involviert sind, dann durchaus die Zeit mal drei und dann sind wir wahrscheinlich noch gut bedient, wenn ihr diesen Zeitplan halten könnt. Also sehr pessimistisch an die ganze Sache rangehen. Das sind also die Constraints, die ich hier mal aufgeführt habe. Es gibt sicherlich noch andere, aber wie gesagt, das soll jetzt nur mal einen Überblick geben, was man alles bedenken muss. Funktionale, nicht funktionale Anforderungen ist eigentlich relativ einfach erklärt. Ich mache das hier gerade mal auf. Nicht funktionale sind alle die, wo es nicht darum geht, was kann ich mit dem System machen, sondern was habe ich zum Beispiel, was muss ich an Sicherheit oder an Datenschutz und Verfügbarkeit von dem System? Was erwarte ich daran? Ja. Also diese Faktoren, die man nicht so auf Anhieb sieht, die auch nicht schön zum Klicken sind in der Oberfläche, sondern wirklich so solche Sachen im Untergrund quasi. Und das wird oft vergessen aus meiner Sicht oder was ich auch schon mitbekommen habe so im Umfeld. Ich habe hier mal ein paar genannt, das müssen auch noch nicht lang nicht alle sein. Usability, bestes Beispiel. Ja. Ist natürlich, es hat nichts mit der Funktion zu tun, aber wenn die Usability einfach schlecht ist, dann nehmen es die Anwender nicht an und dann hat man das Geld rausgeschmissen. Ja. Compliance, was gibt es denn für, was gibt es denn für Richtlinien, die einzuhalten sind? Sei es jetzt gesetzliche, sei es firmenpolitische Richtlinien und so weiter. Sicherung, das ist jetzt vielleicht kein passender Begriff, mir ging es da einfach darum, mir ist jetzt gerade keiner eingefallen, wo es darum geht, wie die Daten gesichert werden. Man muss da immer vor allem zwei Kennzahlen im Auge behalten, ich will jetzt auch gar nicht die Fachbegriffe dafür sagen, sondern das eine ist quasi, wie viele Daten können verloren gehen, also ist es okay, wenn mir ein Tag an Daten verloren ginge? Und das zweite ist, wie lange darf das System überhaupt ausfallen? Ja, das sind so zwei wesentliche Kennzahlen, mit denen man sich beschäftigen sollte.
Verfügbarkeit, da kommen wir jetzt eben auch in diese Richtung. Brauche ich im Prinzip eine 365 Tage im Jahr volle Verfügbarkeit, also so Richtung 99,99%. Halte ich mal für kleine und mittelständische Unternehmen nicht für ganz so kritisch wie jetzt für größere. Datenschutz vergisst man gern, macht man nicht gern. Gerade als kleine mittelständische Firma hat man dafür sowieso nicht immer einen Datenschutzbeauftragten. Aber das ist ein sehr knackiger Punkt, mit dem man durchaus so im Hinterkopf auch gleich mal behalten. Werbung machen kann für seine Kunden. Ja, wir halten Datenschutz ein oder wir gehen ganz offen mit der Sache um, machen Transparenz. Also man kann das durchaus schmackhaft jetzt beispielsweise der Geschäftsleitung auch verkaufen, warum man auf Datenschutz bei der Auswahl des CRM-Systems achten muss. Sicherheit ist ganz klar, vor allem jetzt wieder im Hinblick auf, ich tue das Produkt extern laufen lassen, ja, dann ist Sicherheit ganz gravierende Geschichte, wenn meine Kunden Stammdaten wechseln. Das ist ein riesiger Vertrauensverlust natürlich. Das sind also diese nicht funktionalen Anforderungen. Ich habe hier mal noch sonstige zusammengefasst, die nicht so ganz in die rechtlichen Sachen reinpassen, wo man auch eventuell teilweise als funktional ansehen würde. Aber ich habe hier mal zwei Sachen genannt. Kopplung mit Internetdienstleister. Ich habe da einen Link hinten dran. Da wird die Telekom erwähnt. Die Mitte 2015 wollen die eine Kooperation mit Salesforce machen. Das ist also ein Cloud-CRM-System. Und dann hätte man quasi alles aus einer Hand. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Standardanbindung, auch so ein Thema. Hat man mehrere Standorte und sollen alle mit dem CRM arbeiten können. Dann bietet es sich vielleicht an, eben in der Cloud zu hosten. Dann muss man nicht intern diverse ja, VPN-Tunnel und so weiter betreiben. Also das sind alles so Punkte, die haben zwar nichts direkt mit der Funktion zu tun, sind aber auf jeden Fall ganz wichtig. Und das sind auch Anforderungen, die kann man schwerlich im Nachhinein ändern. Wenn ich als Programmierer sowas ändern müsste, ist es immer sehr teuer. Ja. Das heißt, man kann davon ausgehen, wenn ich als Kunde habe das von einem Hersteller und sage, ich hätte gerne im Thema Sicherheit oder Datenschutz das und das umgesetzt, dann kann man davon ausgehen, dass es richtig schwierig wird für den Hersteller. Also das auf gar keinen Fall vergessen, wenn man in die Auswahl geht. Die Funktional sind natürlich die, die einem gleich ins Auge springen, und wenn man das vergisst, das ist aber das, was eigentlich teuer wird. Funktionale habe ich hier einfach mal jetzt speziell für diese Firma, die ich da betreue, sagen wir mal, vorselektiert. Ich weiß beispielsweise, dass auch angedacht ist, ein CTI-System einzusetzen. Auch da wieder der Verweis auf einen Internetanbieter, einen Internetdienstleister, also den Provider. Telekom weiß ich auch, dass sie da was im Angebot haben von Zwix. Das soll jetzt also keine Telekom-Werbung sein, bei Gott nicht. Aber nur als Beispiel, da weiß ich jetzt halt, dass es so ist, dass das Zwix als CTI-System angeboten wird. Dann hätte man schon mal diese drei Sachen, alles von einem Anbieter. Natürlich auch eine feine Sache. Oder Produktfamilie, ja, kann ja auch sein. Sagen wir, die Firma, von der ich das CRM beziehe, hat auch gleichzeitig noch ein CTI im Angebot. Ja, dann bietet sich das an, weil da die Schnittstelle dann direkt funktioniert. Deswegen habe ich hier auch so Produktfamilie geschrieben. Ich schaue nochmal kurz rein, was habe ich mir da für Anmerkungen gemacht. Ja, Dokumentenmanagementsystem ist auch so ein Beispiel. Diverse CRM-Hersteller haben auch gleich noch ein DMS im Angebot. Das sind also so Punkte, wo man sich überlegen muss, was kommt da alles noch zusammen, was haben wir überhaupt im jetzigen Betrieb am Laufen und so weiter. Da wird auch ganz schnell vieles vergessen. Mobile CRM, muss mal kurz ein Teechen schlürfen. Mobile CRM ist ja quasi die letzten, ja, sagen wir mal 2, 3 Jahre immer stärker gestiegen, wenn ich mich jetzt für ein Produkt entscheide. Selbst wenn ich jetzt Mobile CRM noch gar nicht nutze, sprich das CRM auch vom Handy oder von Tablet, also von Mobilgeräten für den Außendienst. Selbst wenn ich das jetzt noch nicht nutze, ich muss ja auch planen, wie wird es sich in den nächsten 5 Jahren entwickeln. Wenn man sieht, wie der Handy und der Tablet-Hype aktuell ist, sagen wir mal so, die Chancen sind da, dass das auch der Außendienst, einfach weil, wenn es andere machen, muss ich es auch machen, weil es schon wirklich einfach veraltet, ja, also ein bisschen wie wirklich nach außen. Da spielen also ganz viele Sachen mit rein, an die man denken muss. Und deswegen habe ich hier auch mal Mobile aufgeschrieben. Social CRM kommt jetzt auch stark drauf an. Hier, ich habe es mal hier unten noch separat. B2B, B2C. Gerade im B2C-Bereich ist natürlich so, dass Social CRM durchaus sagen wir mal, diese normalen
Werkzeuge ergänzt. Ich habe da ein schönes Beispiel gelesen, da hieß es eben, dass es nicht das normale CRM abschaffen soll, sondern einfach sinnvoll erweitern soll. Bring your own device geht auch ein bisschen in die Mobile-Geschichte. Das heißt, wenn tatsächlich die Leute mit eigenen Geräten angeschlossen werden sollen, also Privathandys oder Privattablets, Privatnotebooks, das ist ja auch immer ein wichtigeres Thema. Vielleicht noch nicht so ganz bei den kleinen Firmen oder Mittelstand angekommen. Aber auch das wollte ich jetzt eben mit meinem Kunden besprechen. Dann ganz wichtig, Integration. Ich weiß jetzt von diesem Kunden, dass er gerade sich so mit Office 365 beschäftigen, dass sie da auch schon Lizenzen haben. Da macht es natürlich auch Sinn, sich, wenn man CRM-Systeme ins Auge fasst, das anzuschauen, was ist da möglich. Soweit ich es bisher gesehen habe, was es an CRM-Systeme gibt, eine Schnittstelle zu Outlook gibt es so gut wie immer. Aber so SharePoint oder dann direkt mit dem Exchange Server, das heißt dem E-Mail Server zusammenzuarbeiten, ist natürlich auch was man sich dann gut überlegen sollte. B2B, B2C, ich glaube, da muss ich gar nicht weiter drauf eingehen. Das dürfte inzwischen jedem klar sein, was für Riesenunterschiede, was für unterschiedliche Welten das überhaupt sind. Anhand derer macht sich dann auch bemerkbar, welche Kanäle man ansprechen will. Social Media, das haben wir mal hier oben. Ja. Ich habe das hier nur nochmal aufgeführt. Möchte ich jetzt stärker übers Web oder möchte ich stärker per Telefonie oder mit Printausgaben meine Kunden ansprechen? Möchte ich alle vier Kanäle bedienen? Ja, also ich denke, das ist inzwischen selbst bei kleinen oder mittelständischen Firmen wichtig. Man muss dem Kunden die Möglichkeit geben, alles, wie er es konsumieren will, wie er kontaktiert werden will. Oder auch sie kontaktieren will, also die Firma, dass man ihm da alles anbietet. Und das soll für mich, wenn ich jetzt ein CRM mir aussuche, soll da schon eigentlich alles mit angebunden sein oder die Möglichkeit, alles anzubinden. Analyse und Auswertung, das ist im Prinzip ein Unterpunkt von Bereiche. Ich habe hier mal einen Text kopiert, den ich jetzt nicht näher erörtern will, weil es wird dann auch den Rahmen sprengen. Wir sind schon bei 12 Minuten. Im Prinzip sind es so sechs prägnante Bereiche, die ein CRM bieten kann oder sollte, je nachdem. Data Management wäre dann beispielsweise für die Datenbasis, dass man die Datenbasis sauber hält und aufbereitet und entsprechend für zum Beispiel das Kampagnenmanagement weitergibt. Kampagnenmanagement, also wenn dann die Marketingaktionen loslaufen sollen, das ist eigentlich wahrscheinlich einer der wesentlichsten Punkte beim CRM. Was wollen wir an Kampagnen und Marketingaktionen daraus ableiten? Anhand dessen wird sich auch ergeben, ne, welche Kanäle man bedienen muss. Reporting wäre jetzt quasi, wenn man wissen will, wo sind meine Kunden anzuordnen, wie interagiere ich mit den Kunden und so weiter. Aber wie gesagt, ich will das jetzt alles gar nicht in der Tiefe. Falls ich noch einen Blog-Eintrag dazu schreibe oder falls ich es vergessen sollte, einfach mich kontaktieren und dann tue ich den Link dazu stellen, wo ich das gelesen habe. Also wie gesagt, Auswertung und Analyse geht so ein bisschen in die Bereiche, was ein CRM können soll. Ich hatte es anfangs schon mal separat, weil ich weiß, dass bei dieser Firma das ein ganz wesentlicher Punkt ist, weil die das bisher noch nicht so richtig gemacht haben. Und jetzt quasi so Kampagnenmanagement und so möchten sie jetzt richtig durchstarten. Schnittstelle ERP-Integration, das ist natürlich was ganz Wesentliches, weil was ist, wenn ich verkaufen oder einkaufen will und ich habe mein Kontaktmanagement beispielsweise extern? Ja, wie kriege ich quasi diese Verknüpfung hin? Das mag ja, wenn es nur zwei oder drei insgesamt Einkäufer oder Verkäufer gibt, noch praktikabel sein, dass man sagt, okay, die haben halt den Mehraufwand, müssen von Hand das Zeugs rüber kopieren oder eingeben. Mag das noch praktikabel sein, wenn wir jetzt schon von 80 Leuten reden, wird es natürlich also eine Zeitverschwendung, wo man sagt, ja, dann sollte ich vielleicht da investieren, um eine Schnittstelle programmieren zu lassen. Vielleicht gibt es auch schon eine Schnittstelle, etc. Das ist auch so was, das muss jede Firma für sich entscheiden. Das habe ich vorhin gesagt, dass ich hier diese drei Bereiche unterscheide. Einmal, man hat eine eigene Entwicklung vom ERP. Man hat ein gekauftes ERP, vielleicht gibt es dann ein zusätzliches Modul oder jetzt eben dieses neue Produkt, was eventuell eine Schnittstelle mitbringt. Oder aber, wo man ja jetzt einen Dienstleister beauftragt, eine Schnittstelle zu schreiben. Dann, das gehört nicht so richtig zur Anforderungsanalyse, aber ich fand es für den Kunden wichtig, damit er sieht, machen wir den Ablauf weg, machen wir erstmal die wichtigsten Beteiligten. Es sollte sowieso gleich klar ersichtlich sein, wer spielt denn in diesem Projekt eine wesentliche Rolle, dass man von Anfang an gleich alle mit reinnimmt. Und aus meiner Sicht sollte aus jeder Abteilung zumindest mal der Abteilungsleiter mit dabei sein.
Einfach weil die Prozesse, die kennt ja, sagen wir jetzt mal, der Projektmanager lange nicht so wie die jeweiligen Abteilungsleiter, die genau wissen, wie sie schon seit Jahren arbeiten, wo es Sinn macht zu ergänzen. Ne? Oftmals hilft es auch dann, ein paar Beispiele zu zeigen, wo dann die Abteilungsleiter auf Ideen kommen, oh ja, das wäre auch was für uns, und dann tut der Projektmanager das zusammensammeln, priorisieren etc. und auch die Kosten abwägen. Deswegen habe ich hier mal so diese Liste gemacht, die wird dann gepflegt, die soll von dem Kunden selbst gepflegt werden. Und zum eigentlichen Ablauf, da habe ich einfach zwei Bilder hinzugemacht. Generell sollte man in der Anforderungsanalyse eben diese vier Stationen durchlaufen. Also ich erhebe meine Anforderungen, ich analysiere sie dann genauer, schreibe daraus die Spezifikationen, wo dann wirklich sehr ja, detailliert festgehalten ist, was die eigentliche Anforderung besagt. Und am Schluss verifiziere ich das, ist es gegeben oder ist es nicht gegeben und funktioniert es auch so, wie ich es mir vorstelle, vielleicht nur zum Teil und so weiter. Das kann man dann auch tatsächlich so weit treiben, dass man das für jede Anforderung selbst nochmal durchführt, was ich empfehlen würde. Also es ist nicht quasi einmal nur jede Phase durchläuft, sondern für jede Anforderung das Ganze so durchlaufen. Das ist quasi auch dieses agile Vorgehen, wo man immer wieder im Zyklus den gleichen Zyklus durchläuft. Und dann optimiert sich dieser Zyklus eigentlich auch. Dann wird man da wesentlich schneller bei der, sagen wir mal, bei den letzten Anforderungen, da ist man dann schon deutlich fixer und weiß, wie der Hase läuft. Und einen zweiten Punkt habe ich hier noch eingetragen. Das habe ich, glaube ich, von CIO.de oder Tech Channel, da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Fand ich nicht schlecht. Wobei da mal aufpassen muss, ob das überhaupt zum eigenen Prozess passt, ob das überhaupt der Projektmanager überhaupt so selbst machen kann. Da ist auch eine Beratung, denke ich, recht wichtig. Da komme ich jetzt ins Spiel. Man muss das CRM nach den unterschiedlichen Aspekten abtrennen. Zum Beispiel diese Kampagnendurchführung. Wie wichtig ist die für einen? Diese Kampagnenführung ist separiert in diverse Erfolgsfaktoren, also Ereignissteuerkampagne. Das heißt, wenn ein bestimmtes Ereignis, wie jetzt beispielsweise, ja, es wurde ein Produkt gekauft und da ist eine neue Version gekommen von dem Produkt, wo man vielleicht auch sogar weiß, der Kunde hat sich schon über dieses Produkt, über ein paar Sachen hat er moniert, ja, dann kann man hier vielleicht so ein automatisches Ereignis lostreten, wo dann eben teilweise komplett vollautomatisiert der Kunde kontaktiert wird. Oder ja, ein ganz einfaches Beispiel bei der Fußball-WM, da macht es natürlich Sinn, jemand, der bei mir vor 3 Jahren älteren Fernseher gekauft hat, vielleicht in so einer Kampagne mal automatisiert zu adressieren mit unseren neuesten Produkten. Weil ja, der Fernseher von vor 3 Jahren ist halt nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, vielleicht kriege ich da noch ein bisschen was verkauft. Das wären jetzt so typische Beispiele, wie man sich das anschauen kann. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Wie gesagt, bei diesem Kunden bestehen eben diese zwei Optionen. Da habe ich vor kurzem auch eine schöne Liste gesehen, was es denn so große CRM-Player aktuell auf dem Markt gibt. Das sind so 5 Stück. Ich habe mal hier 3 festgehalten. Salesforce, Sugar CRM und Microsoft Dynamics. Wobei, wenn ich Sugar sage, muss ich eigentlich Sugar CRM sagen. Ich bleibe jetzt mal am Deutschen. Das sind so 3 große Player. Microsoft Dynamics, wenn man jetzt eben schon Microsoft im Einsatz hat, da kommen wir jetzt schon wieder. Da kommt jetzt die Verbindung. Anforderungsanalyse und was gibt der Markt her? Ich habe jetzt noch hier gar nicht die Vor- und Nachteile eingetragen. Ich bin jetzt relativ früh noch in der Planung. Nur mal ein paar genannt. Übrigens, Microsoft Dynamics oder Sugar CRM kann man auch intern hosten, das spricht intern laufen lassen. Hat Vor- und Nachteile. Und das gilt aber allgemein. Das ist jetzt nicht produktspezifisch, sondern es sind Vor- und Nachteile, die generell gelten, wenn man es intern oder extern laufen lässt. Da muss man sich auch gut informieren, was ist da eben vorgegeben, auch vom Gesetz. Sprich Datenschutz, was wir vorher wieder bei der Anforderungsanalyse haben. Also ich versuche jetzt immer so diesen Rückblick zu geben. Und Preise sind auch so eine Sache. Es gibt vielleicht so einen gewissen, wie sagen wir so, einen Schwellenwert, ab wann es sich lohnt, intern zu hosten, wann extern. Klar ist, je kleiner man ist, desto mehr wird es sich lohnen, die Sache an Dienstleister zu geben. Ich halte mich da auch immer so ein bisschen, so immer mal weit aus, an Adam Smith, der gesagt hat,
Also dieser Ökonom, dieser bekannte Ökonom, der da gesagt hat, dass eben das über Spezialisierung, Entschuldigung, das über Arbeitsteilung und dementsprechend dann auch Spezialisierung eben Wohlstand geschaffen wird. Ja? Und da muss man sich jetzt eben überlegen, will ich intern eine IT haben und die sich um alles kümmert oder auch die ganzen Server betreiben und so weiter. Und das rechnet sich oftmals für kleine oder mittelständische Firmen nicht. Vorausgesetzt, man kann natürlich mit diesen Abstrichen leben, die solche generellen Produkte, solche, die man selber nicht mehr anpassen kann, wenn man damit leben kann. Ja. Und dann merkt man schon, dieser Prozess von der CRM-Auswahl ist sehr speziell, also speziell auf den Kunden ausgerichtet oder auf Sie als Firma ausgerichtet. Da kann man nicht pauschal sagen, das macht Sinn oder das macht keinen Sinn. Das muss man schon ganz genau analysieren und auch die Prozesse im Unternehmen analysieren. Und das ist natürlich aufwendig und das kostet Zeit. Deswegen habe ich vorhin gesagt, also locker mal zwei oder mal drei die Zeit rechnen. Und an der Stelle will ich es dabei auch belassen. Nur noch eine kleine Sache, da bin ich auch so ein Fan davon. In meinen Mindmaps kommt immer so eine To-Do-Liste. Da stehen zumindest mal die nächsten zwei bis drei Schritte drin. Beteiligte eintragen, wo man vorhin hier links war. Dann habe ich Ressourcen hier angehängt. Ja, mehrere. Und wo ich natürlich vorher gelesen habe, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt auch für den Laien verständlich. Oder sagen wir mal für den Nicht-ITler verständlich. Und die Anforderungsanalyse durch, wenn das jetzt ist, dieses Startup-Meeting quasi, wo das ganze Projekt dann initiiert wird. Ich bin dann ganz starker Verfechter davon, es muss immer schön klar und visuell festgehalten werden, was ist als nächstes zu tun. Nur wer weiß, was auch zu tun ist, ja, läuft in die richtige Richtung. Schon hat man da immer so keinen, nur so halben Plan, läuft dann erstmal falsch und muss dann wieder zurückrudern und so weiter und so fort. Deswegen trage ich das immer gern in diese Mindmaps ein. Ja, ging jetzt doch deutlich länger, als ich gedacht habe. Ich wollte eigentlich nur 10 Minuten machen, habe mich da wahrscheinlich wieder verplappert. Also Feedback nehme ich gerne entgegen. Wie gesagt, ich betreue im Rahmen meiner Selbstständigkeit auch kleine und mittelständische Firmen. Und wer da eben Beratung braucht, kann mich gerne kontaktieren. Die üblichen Kanäle müssten eigentlich verlinkt sein jetzt bei dem Video. Und dann hoffe ich, dass es den einen oder anderen weitergebracht hat.